Schmierdemonstrator Delimon, bestehend aus HF Playback L1, L2, zweikanalig über einen Combiner und auf dem Javad Receiver GNSS. Dieser gibt Daten aus für den Schmierpunkt Editor. Video von einer Messfahrt läuft ebenfalls mit. Die zweiten Ausgangsdaten werden von einem Prozessrechner verarbeitet, wo welcher das Map Matching läuft. Und letztendlich, wenn der Schmierpunkt gefunden wurde, ein Ventil der Pumpensteuerung angesteuert wird. Man sieht hier auf der Karte die Schmierpunkte. Jetzt müsste gleich das rechte Ventil auslösen bei Überfahrt des Punktes. Genau, rechtes Ventil löst aus.